Κάτοικος Αθήνας είναι πλέον η Γιάννα Φρανσίσκα Πόλη, βολεϊμπολίστρια του Παναθηναϊκού, η οποία προέρχεται από την Γερμανία και θα μας ενημερώσει για την ζωή της εδώ στην πρωτεύουσα, παίζοντας βόλη στον Παναθηναϊκό. Sag uns deine ersten Eindrücke hier von Athen, das erste Mal, wo du außerhalb von Deutschland lebst und spielst. Wie bist du drauf gekommen eigentlich? Ich hatte einfach, es kam ein Anruf vom Manager und ich hatte vorher schon die Idee, ins Ausland zu gehen, weil ich schon acht Jahre in der Bundesliga spiele, in der deutschen Bundesliga. Und es ist nicht so, dass es mir da nicht gefällt, aber ich habe gedacht, ich brauche vielleicht mal eine Veränderung, mal was anderes sehen, einen Tapetenwechsel. Und dann kam halt das Angebot aus Griechenland und ich habe gedacht, das ist halt einfach. Ich wusste, dass die Liga ein bisschen schwächer ist, aber ich habe auch einfach gedacht, es ist dann auch eine schöne Stadt, es ist ein schönes Land, einfach mal Land und Leute kennenlernen und auch einfach mal eine andere Liga kennenlernen, wie der Volleyball hier so läuft. Als die Anfrage gekommen ist aus Griechenland und weil die politische Situation nicht so gut ist, hast du es mit deinen Leuten gesprochen, mit deiner Familie besprochen, ob es nicht so riskant wäre? Meine Familie war am Anfang etwas besorgt, auch wegen Versicherungen und alles. Das ist ja in Deutschland sehr strikt und sehr geregelt und in Griechenland ist es, läuft es alles so ein bisschen anders. Aber letztendlich habe ich die Entscheidung getroffen und es ist ja mein Wille und nicht der Wille von meiner Familie und die müssen das dann akzeptieren und bis jetzt ist auch noch nichts schief gelaufen und ja, also bis jetzt bereue ich die Entscheidung nicht. Du bist ganz groß für Volleyballspielerinnen sowieso. Du bist auch blond, also hier in Athen im Mittelmeerland sieht man ja, dass du ein bisschen unterschiedlich bist. Also das merken auch die Männer hier auch, ne? Ja, also manchmal fühlt man sich so ein bisschen nicht komisch, aber ich meine, das ist ja offensichtlich und ich kann auch nicht versuchen, griechisch auszusehen und das will ich auch gar nicht und das ist halt so. Also ja. So, Jana, wie läuft der griechische Unterricht? Deine griechischen Wörter, wo du gelernt hast bislang? Antikannis, Zello in einem Café, Ola Gala. Ein Lieblingsplatz, wo du hier in Athen hast? Der Strand. Lieblingsessen? Peter Jiro. Lieblingsmusik? Deutsche Musik, ja, weil hier hört man doch viel griechische Musik und ich mag sowieso gerne deutsche Musik und ja. Hast du ein Motto? Einfach das Leben nehmen, was es dir gibt und das Beste draus machen und glücklich zu sein. Jana, die Saison ist voll im Gange. Ihr seid auf dem zweiten Platz in diesem Moment mit Panathinaikos. Olympiakos ist ganz vorne. Wie hast du die Saison zuerst erwartet, als du hergekommen bist und wie läuft sie jetzt bislang? Natürlich wusste ich, dass es ganz anders läuft als in Deutschland und ich habe einfach angefangen, bin hergekommen, habe gestartet. Der Anfang verlief auch ganz gut und man hat immer noch, so wie am Anfang, Kleinigkeiten, an denen man arbeiten muss, aber wir sind halt alle neu zusammengewürfelt und dann bleibt es nicht aus, dass immer noch manchmal ein paar Abstimmungsfehler passieren, aber dafür haben wir auch Training. Du hast gesagt, es ist eine neue Mannschaft. Fühlst du dich eigentlich als Star der Mannschaft? Nö, das gar nicht. Ich hatte auch schon meine Tiefs. Ich habe mal gut gespielt, mal schlecht gespielt. Und wenn ich halt mal einen schlechten Tag habe, spielen andere gut. Und es ist halt ein Teamsport und kein Einzelsport. Ist auch eine neue Erfahrung, wie du gesagt hast. Von den Stadien, von den Hallen, wo du jetzt hier warst oder von der Halle hier in Panathinaikos. Ist da so etwas Merkwürdiges geblieben, etwas Special, wo passiert ist? Ja, ich bin es nicht gewohnt, dass man in der Halle raucht. Da kann ich mich, glaube ich, auch noch nicht dran gewöhnen. Gerade auch, weil ich nicht Raucher bin. Also, das gefällt mir nicht so.